so einen Titel zu gewinnen, ist natürlich irgendwie das, was man sich irgendwie mal vielleicht auch nur erträumt. Man ist natürlich das Größte, was man als Trainer oder als Spieler erreichen kann, wenn man dann bei dem einen Spiel im Finale um eine WM dann noch im Maracanã irgendwie steht, dann erlebt man das schon auch irgendwie als ein besonderer Moment seines Lebens. Am nächsten Tag in Berlin war das natürlich auch was ganz Besonderes. 1 Million Fans. Man fährt mit dem Pokal durch die Stadt ans Brandenburger Tor. Das war schon auch so ein bisschen Gänsehaut-Feeling dann. Gefallen, so auf den ersten Blick, hat es mir eigentlich sehr gut, weil man sieht viele Dinge, vor allen Dingen auch aus der Vergangenheit, was der Fußball für einen Stellenwert hat auf der ganzen Welt, also egal wo. Und so ein Museum ist natürlich schon auch was Besonderes. Man wünscht sich hier schon auch ein bisschen mehr Zeit zu haben und mal die ganze Historie nochmal durchzugehen. Aber wenn man so die Dinge nochmal sieht, die Trikots und die Legenden, die es gab, die WM hervorgebracht hat, dann ist das schon auch irgendwie so ein bisschen Gänsehaut immer.